den Dialog zwischen Rom und Bozen ausbauen, um die Südtirol-Autonomie zu stärken. Dies war der Schwerpunkt der Gespräche zwischen Landeshauptmann Arno Kompatscher und Senatspräsidentin Maria Elisabetta Alberti Casellati. Beim Treffen haben Kompatscher und Alberti Casellati nicht nur über die wichtigsten Themen der nationalen und internationalen Politikagenda gesprochen, sondern auch eine Reihe von autonomiespezifischen Problemen behandelt. Das war ein sehr konstruktives, auch positives Gespräch mit der Senatspräsidentin. Wir haben natürlich über die großen Fragen, die zurzeit das Parlament bewegen, gesprochen, die im Senat behandelt werden, betreffend Italien, auch betreffend die europäischen Entwicklungen. Und natürlich habe ich auch Gelegenheit gehabt, die Themen mit ihr zu erörtern, die insbesondere Südtirol und die Arbeit der Autonomiegruppe im Senat betreffen. Ein offener und konstruktiver Dialog zwischen Bozen und Rom ist von großer Bedeutung. Senatspräsidentin Alberti Casellati hat sich den Südtirol-spezifischen Problemen gegenüber sehr interessiert gezeigt. Auch die Tatsache, dass Maria Elisabetta Alberti Casellati die erste Frau an der Spitze der Hohen Kammer Italiens ist, wurde lobend hervorgehoben. Es ist ein weiterer Schritt hin zur Gleichberechtigung.